Hallo meine lieben Geschwister in Jesus Christus. Wer das erste Video schon angeschaut hat, das zweite Video, schaut euch jetzt was dieses Video an. Das ist sehr wichtig. Diese beiden Videos sind sehr, sehr wichtig. Und zwar wollte ich erstmal damit beginnen und erstmal jedem klar machen, ob gläubig oder ungläubige Menschen. Wir befinden uns in einem Krieg. Wir sind gerade in einem Krieg und befinden uns jetzt in dem Krieg. Und ich wollte sagen, egal ob du ein Ungläubiger bist, du bist mittendrin, ob du möchtest oder ob du es nicht möchtest. Deine Wahl ist einfach, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, wenn du jetzt nicht aufwachst, wenn du jetzt nicht an Gottes Seite stehen wirst, wirst du mitgehen. Das Beast-System, in Satan-System, wie der Coronavirus jetzt ist. So wird das sein. Kein Mensch kann davon entkommen. Das wollte ich erstmal klar machen. Wacht auf, wir befinden uns im Krieg. Schlaf nicht, wenn jetzt zum Beispiel Ruhe ist, okay? Ich weiß, wenn man jetzt hier sich ausruhen kann, rausgehen kann, ist alles schön, aber nutz die Zeit und bereite dich auf die Dinge vor, die schlimmer sind, die tausendmal schlimmer sind, als Coronavirus ist. Und was alles passiert ist, dass Menschen ihren Job verlieren, alles geschlossen ist, eine Maske kannst du nicht einkaufen gehen und all diese Dinge. So, das wollte ich sagen. Und wie ich schon im letzten Video den ersten Video gesagt habe, es wird nur noch zwei Dinge geben. Einmal die Menschen, die Satan anbeten, die Menschen, die Satan folgen, die Menschen, die im System sind. Okay? Und die Menschen, und die andere Seite ist die Menschen, die Jesus Christus folgen. Und diese Seite von Satan wird gegen uns, die wir glauben an Jesus Christus, der gestorben ist für uns am Kreuz und auferstanden ist, wird gegen uns ankämpfen. Das heißt, wie ein richtiger Krieg, ne? Sage ich mal so. Satans Armee wird gegen uns ankämpfen, gegen uns alle Menschen, Wir brauchen Gott dafür, dass er uns beschützt, dass wir die Kraft dazu haben, gegen Satan und seine Armee anzukämpfen. Satan und seine gefallenen Engel, Satan und sein System, seine Politiker, seine Arbeiter, alle, die im System sich hier rumkreisen und rumwälzen, okay? Ich wollte damit sagen, du musst dich, egal ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, du musst dich für eine Seite entscheiden. Es gibt keine andere mehr. Es gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch zwei Dinge. Und du musst vollkommen auf Gottes Seite stehen, um standhaft zu halten für alle die Dinge, die jetzt kommen. Und dass Jesus Christus dich retten kann. Und du musst Buße tun, eine Beziehung zu ihm aufbauen, ihn ernst nehmen, sein Wort kennen, sein Wort lesen. Was ich sagen wollte ist, in dem Video, was ich vorher gesagt habe, geht raus aus Babylon und dass die Christen einen falschen Gott verehren, einen falschen Jesus. So, damit wollte ich beginnen. Und zwar wollte ich sagen, dass Israel, was jetzt Israel ist, ist nicht Gottes Volk, ist nicht, diese Israeliten sind nicht Gottes Volk und das ist einfach ein fake kreiertes Volk, das Christen oder alle glauben, dass das jetzt die Israeliten sind, die von der Bibel sind, ne? Die Israeliten, das sind nicht die Israeliten von der Bibel. Wenn ich kann die Bibelstellen unten schreiben und recherchiert in YouTube und Google.
diese Israeliten sind nicht das Volk von Gott. Das wahre Volk Gottes, diese Menschen als Nation, die gibt es nicht mehr. Die sind zerstreut in der ganzen Welt. Die sind zerstreut. Und Gott wird diese Menschen von allen Ländern, die sie zerstreut sind, wieder zusammentun, wieder in das Land zurückbringen. Und diese Menschen sind dunkelhäutige Menschen. Das sind wahre Israeliten von Gott. Diese Menschen sind dunkelhäutig. Also ich meine jetzt braun. Also die Menschen, die in Afrika wohnen. Es ist jetzt nicht, dass ganz Afrika Gottes Volk ist, sondern nur ein Teil. Nicht ganz Afrika, nicht alle Afrikaner sind Gottes Volk, aber Afrikaner sozusagen, die aber keine Afrikaner sind, sondern Israeliten, die wahren Israeliten von Gott. Das ist das wahre Volk Gottes. Das sind Menschen, die das wahre Volk Gottes sind und sie sind zerstreut auf der ganzen Welt. Und diese Menschen, das sind die Menschen, das sind die Israeliten. Und Gott wird sie eines Tages wieder alle zusammenführen. Und ich wollte sagen, dass Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich jetzt unterbrochen wurde, aber ich merke, wenn ich über das Thema rede, die Atmosphäre wird voll düster gerade. Ja, Satan will nicht über das Menschen, über die Wahrheit reden und er will mich gerade davon abhalten. Ich spüre gerade wirklich so, dass mir wirklich schlecht wird irgendwie. Ich muss mich eben zusammenreißen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass dieses Gottes Nation, Gottes Volk, also das sind die wahren Stämme, die wahren 12 Stämme Israels, also die von Generation zu Generation, von Jakob, von Generation zu Generation sind hier immer noch die Menschen, die 12 Stämme Israels. Und was ich sagen wollte, ist, dass die sind auf der ganzen Welt jetzt zerstreut und so als Nation gibt es die nicht mehr, wie wenn ihr die Bibel gelesen habt. So als Nation gibt es die nicht mehr. Und die Christen und alle Menschen wissen das nicht. Die wissen es nicht. Die denken, dieses Israel, was jetzt da Israel ist, ist Gottes Volk gewesen damals. Aber es ist nicht. Und ich wollte sagen, dass Gott bringt Menschen, also Menschen werden jetzt mich hier in die Kommentare schreiben, bin total bescheuert geworden oder sowas, also dass ich irgendwelche Dinge von Satan jetzt erzähle oder von wo habe ich jetzt diese Geschichten und so. Geht auf Google oder geht auf YouTube. Es gibt viele Menschen, die darüber sprechen bei YouTube und so, die zeigen dir das anhand der Bibel, wer war Gottes Volk in Wirklichkeit. Und ich wollte sagen, dass diese Menschen, Satan hasst diese Menschen. Satan hasst Gottes Volk, die Israeliten, die wahren Israeliten. Er hasst sie und er möchte sie vernichten. Er möchte, dass keiner davon erfährt. Er möchte, dass keiner sie kennt. Die sind eine Gefahr für Satan. Die sind eine Gefahr, weil das Volk Macht, also von Gott die Macht bekommt. Die haben eine, wie soll ich das erklären? Das erkläre ich in einem anderen Video. Auf jeden Fall. Oh. Ich muss mich richtig konzentrieren. Er versucht mich die ganze Zeit abzulenken. Und die ganze Zeit spüre ich eine richtig grauenhafte Präsenz in mir. Auf jeden Fall versucht er,
durch jetzt die Corona, wenn ihr jetzt das, alles das mit, mit Corona verfolgt habt, okay, das mit alles, was ihr mit Corona verfolgt habt, die versuchen jetzt, die sagen, dass dunkelhäutige Menschen am meisten von Corona sterben. Das ist, entspricht aber nicht der Wahrheit. Wenn ihr euch mal so anguckt, sind die dunkelhäutigen Menschen viel weniger effektiert als die, die weißhäutig sind. Okay? Und das ist einfach der Grund, weil Gott will den Menschen zeigen, dass das sind seine, das ist sein Volk. Und er beschützt sein Volk. Aber Satan will, dass keiner davon erfährt und er will sie vernichten. Und deswegen sagt er, dass die dunkelhäutigen Menschen am meisten von dem Coronavirus sterben. Sie werden diskriminiert. In China wurden die diskriminiert, aus ihren Häusern geworfen und alles Mögliche. Und jetzt wollen die die Impfung wollen sie in Afrika starten, weil Satan will Gottes Volk vernichten, weil die größten Teil von den Israeliten wohnen immer noch in Afrika. Die sind zwar überall auf der Welt zerstreut, aber größtenteils sind sie auch in Afrika. Und er möchte Gottes Volk vernichten. Er hasst Israeliten, die waren Israeliten. Und deswegen weiß auch fast gar keiner davon. Deswegen in der Kirche wird's auch, weiß es auch keiner. Oder die manche wissen es, aber sagen es niemandem. Weil das wird ja alles kaputt, es wird ja alles kaputt gehen, das ganze Christentum-Business, sage ich mal so. Und wollte sagen, sie feiern einen falschen Jesus Christus, wie er immer in Filmen sieht oder auf den Bildern sieht, immer ist Jesus ein weißhäutiger Mensch, der lange Haare hat, also jetzt bis zu Schultern, und hat blaue Augen, und das sieht man fast immer in den Filmen oder in Kirchen oder sonst irgendwo. Ich wollte sagen, Jesus Christus stammt von diesen wahren Israeliten, die in Afrika waren. Und das Israel, was jetzt Israel ist, das war früher Afrika. Das gehörte alles zu Afrika früher. Und die Menschen, und Jesus Christus stammt von dem Stamm Juda ab. Und wenn Jesus von diesen Menschen abstammt, dann kann Jesus nicht weiß sein. Dann kann Jesus kein Europäer gewesen sein. Und Jesus Christus ist ein Dunkelhäutiger. Ein Dunkelhäutiger. Und das ist der Jesus, der für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Den Jesus, den sie durch die Medien zeigen, durch die Kirchen sagen, dass das Jesus ist, also das Bild von ihm, sage ich mal so, das ist ein falscher Jesus. Das ist nicht der Jesus. Und diesen Jesus verehren Kirchen in den Kirchen. Sozusagen. Jeder hat ein Bild davon. Egal ob das jetzt... jedes Mal wird der Jesus... Die sehen nicht alle gleich aus. Natürlich nicht. Das ist ja nicht immer derselbe Mann. Aber trotzdem... Dieses Image ist ja gleich. Dass das ein weißer Mann ist und lange Haare hat. Das ist fast immer so. Und das ist ein falscher Jesus, den sie anbeten und verehren. Das ist nicht Jesus. Jesus sieht nicht so aus. Jesus ist ein dunkelhäutiger Mann gewesen. Er hat auch keine langen Haare. Denn in Korinther steht, dass Paulus sagt, dass es eine Schande ist, dass ein Mann langes Haar trägt. Dann kann Jesus Christus niemals lange Haare gehabt haben. Das funktioniert, das ist nicht so. Und was ich sagen wollte, ist, dass ihr müsst aufwachen. In dem Sinne, warum sage ich das? In dem Sinne, dass es für heftige Dinge kommen. Falsche Christusse werden kommen, falsche Religionen, falsche Propheten und alles möglich wird. Deswegen sage ich euch das. Kommt zur Wahrheit. Kommt zu dem wahren Jesus. Kommt zu dem wahren Gott. Kommt zu unserem Gott, der für deine Sünden gestorben ist. Nicht den Fake-Jesus und den Fake-Gott. Nicht Satan. Satan gibt sich auch als Gott aus. Menschen nennen ihn auch Gott. Menschen nennen ihn Jesus. Es ist aber nicht er. Und deswegen wollte ich sagen, das ist wichtig. Kommt zu diesem Jesus. Zu diesem Jesus. Kommt zu dieses Volk. Das wahre Volk Israel. Das wahre Volk Israel. Denn das wahre Volk Israel wird mit Jesus gehen. Und alle Menschen, die sich bekehrt haben, also die sich mit Jesus Blut reingewaschen haben,
Wir als weiße Menschen sind ja keine Israeliten. Wir sind ja keine von Generation zu Generation von Jakob, die 12 Stämme Israels. Wir sind wir nicht. Aber wenn wir uns reingewaschen haben und Jesus Christus als unser Erlöser und König anerkannt haben und wir gehen dann zu dieses Volk, zu Israel. Wir gehen zu diesem Volk. Wir folgen Jesus Christus nach. Wir gehen zu diesem Volk und Jesus, Gott hat schon davor gesagt in der Bibel, dass er Abraham wird er als Vater mehreren Nationen machen. Mehreren Nationen. Das wollte ich euch sagen. Ihr müsst, deswegen ist es nur zweiseitig. Entweder der wahre Jesus, der wahre Gott, das wahre Volk Israel, entweder er steht zu dem oder zu dem Fake-Jesus, Fake-Gott, Fake-Religion, Fake-Christentum, Kirchen und wie auch immer. Oder ihr werdet jetzt hier stehen. Es gibt nur zwei Sachen. Ihr müsst euch für eins entscheiden von diesen beiden Dingen. Deswegen rufe ich euch zur Wahrheit auf, dass ihr aufwacht, dass ihr zur Wahrheit kommt und recherchiert und ihr müsst zu diesem Volk halten, zu dem wahren Volk Israel. Recherchiert in YouTube und in Google nach, wer war und wer ist jetzt das wahre Volk Israel, die 12 Stämme Jakobs, das 12 Stämme Israel. Und warum sage ich das auch? Weil das Volk schon damals, die Israeliten waren mächtig, weil sie haben die Spiritualität von unserem richtigen Gott, die sind mächtig, das sind mächtige Menschen, die haben viel Power in sich. Versteht ihr? Wenn sie beten, wenn sie Gott anrufen, wenn sie lobpreisen, weil da kommt der Heilige Geist so mächtig, dass da keiner dagegen ankommen kann, niemand. Und deswegen will Satan das Volk vernichten. Er will diese Menschen vernichten, weil sie eine Gefahr sind für ihn. Und wer sich noch dazu anschließt, wir werden ja dann noch größer als nur das Volk Israel. Deswegen will er diese Menschen vernichten. Und deswegen wie heißt das? Die haben das in der DNA. Und ich wollte sagen, ihr müsst jetzt wahre Propheten, wahre Lehrer und Pastore der wahren, nicht Religion, sondern das Wahre von Gott, diese Menschen, die nur die Wahrheit predigen, also den Heiligen Geist in sich tragen. Ihr müsst sich diese Menschen jetzt aussuchen, weil es gibt viele Menschen in YouTube, in überall, in den Kirchen, Pastor und so. Das sind nicht die Menschen, die von dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und Jesus Christus hat schon gesagt, es werden viele Christusse, viele Propheten, viele werden hier und da, sich präsentieren, werden Menschen Dinge lernen, die nichts mit ihm zu tun haben, die gar nichts mit ihm zu tun haben. Es werden viele Propheten sein, die bei YouTube viel über Jesus Christus reden, über irgendwelche Dinge, die aber gar nichts mit dem wahren Jesus zu tun haben. Deswegen sage ich euch, ihr müsst wahre Propheten und wahre Lehrer haben und suchen, weil viele sagen jetzt Christen, es gibt keine Propheten mehr in unserer Zeit, es gibt keine hier und da, in unserer Zeit und sowas, doch gibt es. Gott hat bestimmte Menschen dafür bestimmt, dass sie ihr Volk leiten, wir leben in der Zeit von Moses. Wir leben in der Zeit von Moses, weil Amerika ist Ägypten, das von Moses war. Und viele Israeliten sind jetzt in Amerika.
Und die werden die ganze Zeit manipuliert. Und wie das in Ägypten war mit den Israeliten, wo sie Sklaven waren. Und Gott hat Moses gesandt, um diese Menschen, sein Volk zu leiten, in zur Wahrheit zu bringen und sie dann aus Babylon herauszuführen. Und genau dasselbe passiert jetzt gerade auch, dass. Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wie war ich stehen geblieben? Ach ja, und dass diese Propheten, Gott hat Moses gesandt, okay? Und er hat gesagt, was sie tun sollen und dass ihre Befreiung kurz bevorsteht. Und dass sie sich vorbereiten sollen und all die Plagen, die kommen. Er hat die immer vorbereitet, gesagt, das und das kommt nach Ägypten, hier und da. Also all diese Dinge, ihr müsst Gottes Wort kennen, dann könnt ihr all diese Dinge sehen. Gott gibt euch Weisheit und Verständnis für diese Zeit, die auch in der Bibel früher war. Und ich wollte sagen, dass deswegen in der Endzeit hat Gott auch welche Leute dafür bestimmt, dass sie ihr Volk leiten zur Wahrheit, dass sie herausziehen aus Babylon und dass sie zur Wahrheit kommen, dass sie aufwachen, dass Gott macht nichts, bevor er das nicht seinen Propheten offenbart hat. Das bedeutet, Propheten gibt es wohl, weil Gott gesagt hat, immer wenn er vorher, ich sag mal, die Welt, ich sag mal, die Stadt zerstört hat oder die Menschen, wenn er immer seinen Zorn auf die Menschen, auf die Welt gebracht hat, er hat immer davor gewarnt. Er hat immer zuerst seinen Propheten das gesagt. Der Prophet ist gegangen, hat gewarnt, hat die Menschen gesagt, Gott hat vor, das Gericht zu bringen über euch, weil ihr Sünder seid oder irgendwas. Und in der Bibel steht, Gott wird nichts auf die Erde, Gott wird nicht seinen Zorn auf die Erde herbringen, bevor er nicht das seinen Propheten gesagt hat. Bevor er nicht die Propheten das offenbart hat, dass sie die Menschen warnen sollen, was kommt. Und deswegen gibt es wohl Propheten. Und ich wollte sagen, ihr braucht Propheten und Lehrer, die euch lernen, die euch wie Jesus seine Schafe gehütet hat. Genauso wie jetzt. Wir brauchen Propheten, wir brauchen Apostel, wir brauchen all diese Menschen. Gott hat diese Menschen gesandt zu uns, damit sie uns warnen, damit sie uns leiten, damit sie uns warnen und leiten und uns lernen, die Dinge, die kommen. Wenn es kein Prophet geben wird, wenn keine richtigen Gesandten von Gott, was wären denn mit uns gewesen dann? Also ich meine jetzt, deswegen, ich werde euch die wahren Propheten und Lehrer verlinken und geht auf deren Seite und lernt, hört, glaubt, bereitet euch vor für alle Dinge, die sie euch sagen. Und ich will sagen, diejenigen, die sagen, nein, das sind keine Propheten oder nein, ich möchte die nicht zuhören, das sind die von Satan oder so. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, weil du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du musst dich jetzt vorbereiten. Du musst dich jetzt vorbereiten. Und was du auch machst, es ist deine Entscheidung, was du machst. Aber ich will euch nur auch helfen, das weitergeben, was ich weiß oder was ich gelernt habe oder die Wahrheit kennen. Ich will euch das weitergeben, gebt es anderen weiter. Und es ist wichtig jetzt, ja, und weil es ja viele falsche Propheten geben wird, du hörst vielleicht die ganze Zeit die falschen Propheten zu oder wie auch immer. Ihr müsst richtig, Gott hat gesagt, ihr sollt alles prüfen. Die Propheten und woran erkennt ihr sie an ihren Früchten und all diesen Dingen. Deswegen wollte ich sagen, prüft das, prüft es selbst. Ich zwinge niemanden oder sage nichts. Ich will euch nur sagen, dass ihr das wirklich brauchen werdet.
damit ihr standhaft haltet für all diese Dinge, damit ihr nicht in die Irre läuft, in Babylon, in all diese eine Weltreligion, eine Weltordnung. Und habe ich noch was vergessen? Und ja, recherchiert nach. Guckt nach, recherchiert nach in der Bibel. Was ich noch sagen wollte ist, wir müssen uns zu diesen Menschen halten. Also wir müssen uns zu den, also diese Menschen, die ich euch verlinke, das sind Israeliten. Das sind Israeliten, das sind die wahre Generation von Jakob. Stellt euch mal das vor, von Abraham, Jakob, das sind die Generation. Und das, ich sag euch, Gott hat doch gesagt, er wird Jakob segnen. Und sein Stammbaum, die 12 Stämme Israels. Und die Israeliten haben die DNA für das, um die Bibel richtig zu verstehen. Und das wollte ich noch kurz sagen. Ich wollte sagen, dass das Israel, wie heißt das nochmal? Dass Israel, was jetzt da ist und was sie für eine Sprache reden, dass Israel, das Hebräisch, was sie da sprechen, ist auch nicht die richtige Sprache, was von Gottes Volk war. Die richtige hebräische Sprache war bei den wahren Israeliten. Diese Sprache gibt es so nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Aber das, diese Sprache, die in Israel sehen oder die jetzt in den Kirchen gesprochen wird, das Hebräisch. Das ist nicht das wahre Hebräische. Und die Bibel wurde nicht in diese hebräische Sprache geschrieben. Die Bibel wurde in der wahren hebräischen Sprache geschrieben, die jetzt so nicht mehr existiert, offiziell. Die gibt es jetzt noch, aber nicht offiziell. Und ich wollte sagen, die Menschen, die wahre hebräische Sprache kennen, können die Bibel verstehen. Die können die Bibel verstehen, weil die Bibel wurde in der richtigen hebräischen Sprache geschrieben. Um die Bibel richtig zu verstehen, brauchst du die hebräische richtige Sprache dafür. Und weil ja die wahren Israeliten die wahre Sprache kennen oder ihre Sprache, die sie sprechen, leitet sich ab von der Sprache. Und die wahre israelitische Sprache ist die Muttersprache aller Sprachen. Alle Sprachen. Das war die Muttersprache. Und das Israel, das Hebräisch, was sie in Israel jetzt sprechen, das ist ein gebrochenes Hebräisch, was sie reden. Das ist sozusagen, kann man sagen, Fake-Hebräisch, was sie sprechen. Und ich wollte sagen, diese Menschen, die waren Israeliten, können die Bibel richtig interpretieren, können die Bibel richtig verstehen. Und deswegen müssen wir uns an den wahren Israeliten, an das wahre Volk halten, weil sie, durch sie können wir viele Dinge verstehen, durch sie, weil sie haben es in der DNA. Die haben das in der DNA, die haben die Spiritualität von Gott von Anfang an bekommen. Die haben, ich sag mal so, nicht alle, die jetzt Israeliten, das Stammbaum von Jakob sind alle jetzt gesegnet und Israeliten. Nein, natürlich, wenn ein Israelit gar nicht mit Gott was zu tun haben will, dann gehört er auch nicht mehr zum Volk. Dann gehört er auch nicht mehr zum Volk dazu. Und nicht alle wissen das. Viele sind Israeliten, aber die wissen gar nicht, dass sie die Israeliten sind. Aber die Menschen, die Israeliten sind und die Wahrheit kennen und die Wahrheit verfolgen, die haben die Gabe dazu. Was heißt die Gabe? Die haben diese, wie soll ich sagen, weil sie auch die Sprache wissen, können sie auch gut das alles interpretieren und gut erklären. Und glaubt mir, die interpretieren die Bibel ganz anders als die Christen. Die komplett anders. Und ja, das wollte ich sagen.
Das ist die Wahrheit. Ich weiß, dass viele mich jetzt vielleicht hassen werden oder sagen werden, nee, die ist von Satan eine oder die gehört zu einer Sekte oder wie auch immer. Nennt das, wie ihr wollt. Also ich meine in dem Sinne, dass es ist nicht für mich. Es ist, mir ist es egal, was sie sagt. Ich will nur sagen, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Recherchiere das nach. Du wirst selber sehen, dass das die Wahrheit ist. Das ist die Wahrheit. Und was ich sagen wollte, ist, dass Satan möchte nicht, dass Menschen die Wahrheit wissen. Ich wollte sagen auch, dass unsere Bibel auch nicht die komplette ist. Denn die Bibel, was in das richtige Israelitisch in der hebräischen Sprache geschrieben worden ist, haben ja die Christen. Ne? Das Christentum ist ja vom Vatikan ja so alles herausgegangen, sage ich mal. Das Vatikan war ja zuerst und dann kam ja erst alles andere, diese Kirche und die andere heraus. Aber im Vatikan sind Bibelstücke versiegelt, versteckt. Die haben das von uns, sage ich mal, versteckt. Wieso, fragt sich? Weil da eben viele Dinge drin stehen, die wichtig sind, die eben das heraussagen, dass wer das wahre Volk Israel ist und all diese anderen Dinge. Diese wichtigen, die Dinge, die wichtig sind, haben sie aus der Bibel herausgenommen und haben sie versiegelt und also von uns verborgen. Die haben das alles von uns verborgen. Warum wohl? Na, wenn das jeder wüsste, dann würde ja gar keiner mehr ein Christ sein. Dann würde keiner mehr ein Moslem sein. Keiner würde mehr, also keine Religion würde es dann nicht geben. Weil Menschen die Wahrheit gewusst wüssten, die komplette Wahrheit. Und ja, das wollte ich sagen. Und ja, recherchiert darin, weil wenn man auch die Geschichte davon kennt, die Bibel ist eigentlich ein historisches Buch der Israeliten, das sie hatten. Und als ja das wahre Volk Israel gegen Gott gesündigt hat, hat das Gott so gemacht, dass das Volk zerstreut sein wird. Und es würde, und halt deswegen ist es ja alles so, weil sie einfach immer gegen Gott gesündigt haben, wie ihr das in der Bibel kennt. Und ja, der Vatikan hat deren Buch geklaut, weil das waren die wahren Israeliten, die an den wahren Gott geglaubt haben, an den wahren Jesus, an den wahren Gott, an den wahren Jesus. Die haben das Buch, die haben das geklaut, haben das umgeschrieben, haben Dinge herausgenommen, haben das wieder zurückgegeben, unvollständig und falsch, sozusagen. Ja. Und die haben halt die Israeliten versklavt. Versklavt, verkauft. Und es gibt ja viele noch weiter historische Geschichten, was da passiert war. Auf jeden Fall, ich wollte euch sagen, wir sind in der Endzeit, deswegen kommt überall die Wahrheit heraus. Überall kommt die Wahrheit heraus. Und betet darum, ob das die Wahrheit ist, was ich sage. Und ich wollte sagen, warum ist das jetzt wichtig? Weil es wird nur noch zwei Sachen geben. Entweder bist du auf Satans Sache, Seite mit Religion, Christentum, falscher Jesus, falsches Volk Israel, verehren und all diese anderen Dinge. Oder du bist auf der Seite von Jesus Christus, von dem, der aus dem Volk Juda kam, für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und dass wir zu dem wahren Volk Israel stehen werden, weil nämlich Satan möchte alle Israeliten vernichten, die dunkelhäutig sind. Die dunkelhäutig sind, die sind das. Nicht alle Afrikaner sind Israeliten. Das waren jetzt nur die bis Äthiopien waren. Da steht in der Bibel, bis der Grenze von Kusch. Und ich wollte euch sagen, dass Satan möchte
diese Menschen vernichten mit Impfungen, mit dass Menschen sie hassen, dass Menschen sie aus den Häusern jagen, dass all diese Dinge. Wir müssen zu Gottes Volk stehen. Wir müssen zu Gottes Volk stehen, zu Israel, zu das wahre Volk Gottes. Wir müssen zu dem wahren Volk Gottes stehen und beten darum, dass diese Dinge, die Satan vorhat mit Gottes Volk, dass er sie vernichten will, dass er die verfolgen will und all diese Dinge, dass wir dagegen anbeten, alle gemeinsam und kommt zu dem wahren Volk Israel. Wir sind Israeliten. Wir sind keine sozusagen Christen. Wir sind Israeliten, die Jesus Christus folgen. Wir sind die Nachfolger Jesu Christi. Wir sind das Volk Israel. Wir sind das wollte ich sagen. Und ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen gut erklären. Und kämpft jetzt, habt die Wahrheit in eurem Herzen. Ihr müsst wissen, wer Jesus Christus tatsächlich ist. Der wahre Jesus Christus. Der wahre Gott. Das wahre Volk Israel. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Seid mächtig gesegnet in unserem Herrn Jesus Christus. Und ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss!